Erste ist Dagmar Pelakowitsch-Jennewein von der FPÖ. Frau Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, es geht hier um einen Entschließungsantrag des Teams Dronachs betreffend ein höheres Strafausmaß für Schlepper. Und es ist eine ganz große Enttäuschung schon für mich gewesen und auch ein großes Unverständnis, warum eigentlich die Regierungsparteien bei so etwas nicht mitgehen. Es ist eines der größten Verbrechen, das wir in den letzten Monaten erlebt haben. Das ist nämlich das Schleppen von Menschen. Und genau diese Schlepper sind es ja auch, die Leben sozusagen auf dem Gewissen haben, auf dem Kerbholz haben. Und wenn man sich das Strafausmaß anschaut zwischen 6 Monaten und 5 Jahren, dann sage ich Ihnen ehrlich, also die 6 Monate bei dem gewerblichen Schleppen, die sind schon eigentlich sehr, sehr niedrig angesetzt. Und da könnte man sehr wohl darüber nachdenken. Und ich werde halt ein bisschen den Verdacht nicht los, dass Sie gar nicht das große Interesse haben, weil sich diese Republik ja selbst auch als Schlepper betätigt hat in den letzten Monaten. Das sollte man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Dazu kommt natürlich auch, dass die Stimmung in einem Land, in dem ein Nachrichtensprecher des öffentlich-rechtlichen Senders sagen kann, früher nannte man Schlepper Fluchthelfer, natürlich schon auch tiefe Einblicke gibt in die Denkweise, die in dieser Republik herrscht, meine Damen und Herren. Und Frau Bundesminister, Sie wissen es auch ganz genau, und wir haben das alle schon vielfach gelesen und gehört, viele derer, die jetzt als Schlepper arbeiten, waren früher im Bereich der Kleinkriminalität, bei den Einbrüchen, auch im Rotlichtmilieu, die jetzt quasi halt umgesattelt haben, weil es einfach lukrativer ist zu schleppen. Und genau das ist halt schon etwas, wo ich Ihnen sagen muss, Frau Bundesminister, das kann man doch nicht akzeptieren, da kann man doch nicht sagen, das reicht eh alles aus und wir machen eh genug. Damit nicht machen Sie genug. Und man hat halt auch manchmal den Eindruck, dass diese Schlepper eben genau deswegen jetzt auch viele Menschen schleppen, die sich dann fühlen, als wären sie Sextouristen mit gefälschten Pässen, wenn sie nach Europa kommen. Das ist der eigentliche Wahnsinn. Und das, was sich hier abspielt in Mitteleuropa mittlerweile, das hat Ausmaße erreicht, die einfach nicht mehr zu akzeptieren sind. Und ich verstehe es einfach wirklich nicht. Und wissen Sie, Frau Bundesminister, Sie haben uns im Ausschuss zu vielen Dingen ihre Auskünfte erteilt. Unter anderem auch, warum sie eigentlich nicht rückführen können mehr und warum es keine Rückführzertifikate gibt und dass die Republik hier nicht verhandeln darf. Ich sage Ihnen jetzt etwas. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen würden, dann würden Sie sehen, dass also beispielsweise Spanien noch vor 10 Jahren Fluchtland Nummer 1 war für Flüchtlinge aus Afrika und dass Spanien nahezu kaum noch Asylwerber jetzt hat. Das hängt auch damit zusammen, dass Spanien im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern einen eindeutigen Weg gegangen ist. Zunächst einmal haben sie 6 Meter hohe Stacheldrahtzäune in ihren Grenzenklaven in Afrika aufgebaut. Nur so viel zu der Meerzäune wirken nicht, na selbstverständlich wirken sie. Und sie haben Kooperationen mit Marokko, sie haben Rückführabkommen mit Senegal, Mauretanien, Nigeria. Sie, Frau Minister, haben uns im Ausschuss noch erklärt, das können wir nicht machen, weil die EU verhandelt ja eh und wenn die EU verhandelt, dann dürfen nicht die Nationalstaaten machen. Interessant, nur Spanien durfte das machen, Spanien hat so das Problem in den Griff bekommen. Nur Österreich, der österreichische Außenminister, ist hier wirklich säumig, macht hier gar nichts, meine Frau Minister. Also man muss hier schon einmal sagen, das, was Sie hier machen, das ist schon etwas, das ist eine Vogelstrauß-Politik. Einerseits die Schlepper hier als Augenzwinkern quasi zur Kenntnis zu nehmen, dass es das eben gibt, sich selbst als solche auch noch zu betätigen und auf der anderen Seite gleichzeitig hier keinerlei Möglichkeiten zu schaffen, dass es hier vielleicht Rückführabkommen geben könnte mit afrikanischen Staaten, aber auch mit anderen. Und da, Frau Bundesminister, ist diese Bundesregierung gefordert, da sind Sie gefordert, aber auch der Außenminister, der hier wirklich säumig ist. Das Schleppen von Menschen sei eines der größten Verbrechen, sagt Dagmar Pelakowitsch-Jennewein von der FPÖ. Der nächste